Herzlich willkommen zum ProAlpha Kundentag 2020 Zukunft voraus. Mein Name ist Paul Seyfritz. Ich begrüße Sie zu meinem Vortrag Autonomes Planen und Steuern mit Simple Planning und ProAlpha. Ich habe eine kleine Agenda für Sie vorbereitet. Sieht folgendermaßen aus. Ich werde uns ein bisschen vorstellen, die Alkyone und unsere Zusammenarbeit mit ProAlpha. Dann erzähle ich ein bisschen was von meiner Vision, denn die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Dann kommt Schritt Nummer 3. Heißt die Vision im Detail. Wie setzen wir das Ding um? 4, kriegen Sie noch ein bisschen was zum Thema, was haben wir für Referenzen? Und 5 geht es dann ganz locker zu Ende, da man sagt, was können mögliche nächste Schritte sein? Lassen Sie sich ein bisschen überraschen von den nächsten paar Minuten. Eine wirkungsvolle Verbindung seit über 10, in Klammer auf 22 Jahren. Warum 10 und 22? Im Jahre 1998 habe ich ProAlpha als Projektleiter meiner damaligen Firma eingeführt, mit sehr großem Erfolg. Habe den Herrn Finkler kennengelernt, habe eine sehr gute Implementierung gemacht. Dann im Jahr 2000 bin ich auf TOC gestoßen, habe ich in der gleichen Firma gemeinsam mit ProAlpha eine TOC-Implementierung umgesetzt. Das hat mich so begeistert, dass ich 2004 in die Beratung gegangen bin und mich 2007 selbstständig gemacht habe mit dem Thema TOC. Natürlich bin ich dann sofort, wo TOC zum Laufen gekommen ist, auf ProAlpha zugegangen und im Jahre 2010 haben wir auch schon die ersten Kontakte und das erste Projekt angefangen. So, was machen wir als Alkyone? Alkyone Consulting ist der Herr Paul Seyfritz, bin ich und der Herr Heinz Mutschler und wir sind führend im Rahmen von TOC. Wir sind ein Team von 12 Experten und haben ein sehr großes Partnernetzwerk. Alkyone beschäftigt sich ausschließlich mit TOC, der Theory of Constraints. Hierzu haben wir ein Drei-Stufen-Programm. Die erste Stufe betrifft Supply Chain Management. Hier machen wir alles, was mit Planung und Steuerung von Unternehmen und kompletten Lieferketten zu tun hat. Das werde ich Ihnen auch heute im Detail vorstellen. Hier planen wir von dem Wareneingang, von dem Kundenauftragseingang bis zum Warenausgang, bis zum Kunde alle Schritte im Detail. Von der Feinplanung über die Disposition, ob Produktionsteil oder Einkaufsteil, alles egal. In der Stufe 2 kommt meistens Folgendes dabei raus. Wir stellen fest, wir haben den Engpass im Unternehmen beseitigt. Das Unternehmen kann schneller liefern, das Material fließt, alles ist im Fluss. In diesem Augenblick passiert eins, der Engpass wechselt von der Produktion in den Markt. Was bedeutet das für uns? Der Kunde hat zu wenig Aufträge. Dann fangen wir an in der Stufe 2 mit einer Vertriebsoptimierung und einer Marktpositionierung. Wir schauen nach, mit welchen Produkten verdienen Sie Geld, was sind die idealen Produkte, was sind die idealen Kunden und wie können wir hieraus eine neue Positionierung für die Zukunft schaffen. Hier sind wir relativ sehr stark in diesem Bereich TOC positioniert. In der Stufe 3 erarbeiten wir dann mit den Geschäftsführern wirklich neue Strategien, sogenannte UROs, Unrefusable Offers. Das heißt, was kann das Unternehmen tun, um sich ganz gezielt vom Markt abzuheben? Wie machen wir uns fit für die Zukunft? Das macht uns aus. Wir müssen eine reine Strategieberatung beginnen in der Supply Chain, in der Produktionsplanung und Steuerung und enden nachher in der Strategie. Im Kapitel 2 geht es jetzt nun um das Thema die Vision. Schluss mit dem EDV-Ping-Pong. Hat mir mal ein Kollege gesagt vom VDMA und gesagt, was versteht er darunter? Ja, EDV-Ping-Pong, was ist denn das? Das heißt, ich schicke einen Datensatz von A nach B, beispielsweise eine Rechnung. Die Rechnung wird automatisch eingelesen. Wunderbar. Das heißt, wir sparen sehr viel Zeit in der Administration, in der ganzen Arbeit mit dem Tippen wunderbar. Aber bringt es wirklich was? Wir haben eine ganz andere Idee. Do you have a dream? Wo geht die Reise hin? Hier möchte ich Ihnen nun Simple Planning mit ProAlpha vorstellen, was wir unter dem ganzen Thema verstehen. Industrie 4.0, nur eine Seifenblase oder was ist Substanz dahinter? Und jetzt geht es eben weg vom wirklichen IT-Ping-Pong zu der richtigen Potenzialnutzung im Rahmen von Industrie 4.0. Zündstufe 1. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine ideale Fabrik. Was ist das für Sie? Zum Beispiel 99% Termintreue, 70% weniger Durchlaufzeiten, als das Sie heute haben, und die Bestände 60% weniger. Ist sowas machbar? Ist das eine Utopie oder eher eine Vision?
Gute Frage. Was bedeutet das für Sie? Ist sowas machbar? TOC macht sowas. TOC heißt Theory of Constraints, die Theorie der Engpässe. Wir haben einen Algorithmus, der über komplette Unternehmen die hundertprozentige Transparenz schafft und ihnen die Engpässe aufzeigt. Dadurch planen wir nur noch die Engpässe und können dadurch eine Synchronisation aller Abteilungen mit dem Ziel der Gewinnmaximierung für die Unternehmen erzielen. Das ist das, um was es Alkyone geht. Gewinnmaximierung. Ist das eine Vision oder eine Utopie? Hierbei möchte ich Ihnen jetzt erstmal vorstellen, was ist denn eine Vision und eine Utopie? Was ist da der Unterschied davon? Eine Vision ist nichts anderes wie ein Bild in der Zukunft, das von Ihrem Verstand als machbar erachtet wurde. Eine Utopie ist dasselbe. Das ist ein Bild in der Zukunft, das von Ihrem Verstand allerdings als nicht machbar erachtet wurde. Das heißt, die Entscheidung, ob das, was ich erzähle, ein Bild im Kopf bei Ihnen auslöst, das für Sie zu einer Vision oder zu einer Utopie wird, ist rein allein die Entscheidung von Ihrem Verstand. Wenn Sie sagen, kann gar nicht sein, wird es nie zustande kommen. Wenn Sie sagen, jawohl, das kann sein, dann kann es sich kreieren. Hier die Worte von Albert Einstein: Wenn Sie daran glauben, dass es funktioniert oder daran glauben, dass es nicht funktioniert, es ist egal, Sie haben immer recht. Aus dem Grund öffnet Sie einfach heute ein bisschen Ihr Bewusstsein und lassen Sie sich auf die Visionen ein, die ich heute rüberbringe. Hier noch ein schönes Zitat von unserem Kunde, Herr Michael Jander. Unser Dispositionsaufwand hat sich durch die Einführung von autonomen Planen und Steuern mit Simple Planning von 8 Stunden auf 20 Minuten pro Tag verringert. Und die meiste Zeit beansprucht das Ausdrucken von Papieren. Das ist ein Satz, den müsste sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Von 8 Stunden auf 20 Minuten. Ist sowas machbar? Ein Kunde hat es umgesetzt und hat Ihnen hier ein Zitat gegeben. Lassen Sie sich mal auf das Spiel ein. Zündstufe 2. Nachdem wir jetzt davon ausgehen, wir können planen. Das heißt, wir können disponieren, wir können die Engpässe erkennen, wir planen engpassoptimiert, wir haben eine Feinsteuerung, wir haben die Transparenz, die wir benötigen. Dann sind die Disponenten zwar schon richtig gut dabei, aber ist es schon dort, wo es hingehen soll? Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Zündstufe 2. Kunde droht mit Auftrag. Er bestellt einen Teil, es gibt eine Lieferterminbestimmung, prüfen, ob freie Kapazität und so weiter und so fort. Hier sind wir jetzt in einem klassischen Ablauf drin. Und den wollen wir jetzt Ihnen darstellen, wie wir sowas gemeinsam mit ProAlpha abbilden. Wir planen als allererstes mal den kompletten Produktionsprozess. Die Mitarbeiter haben dadurch weniger Aufwand für den Standard und haben mehr Zeit für wirkliche, wesentliche Dinge. Die Fehlerquote sinkt. Wir haben eindeutige Prioritäten und können wachsen, da nun auf einmal alles skalierbar wird. Wie funktioniert sowas im Detail? Die Automation. Wenn ich eine klassische Supply Chain habe, dann sieht die hier so aus. Auf das gehen wir jetzt ein. Das heißt, wir haben eine ganzheitliche Automatisierung des Planungsablaufs. Wir synchronisieren die Marktnachfrage und dadurch gibt es so Bestandsveränderungen, Bestandsminimierung. Wir haben direkte Arbeitsteilung vom Webshop bis hin in die Linie rein und haben vollautomatische Freigabe und Benachrichtigungen, mögliche Rüstoptimierungen. Alles das ist hier mit drin. Hier geht es wirklich alles, was Sie benötigen. Was bedeutet es nun im einzelnen Schritt? Wenn wir starten wollen und die Hand die Zündstufe 1 schon gestartet, dann haben wir schon mal gute Stammdaten. Weil ohne Stammdaten geht gar nichts. So, Stammdatenpflege ist immer was Lästiges. Macht keiner so gern. Also haben wir bestimmte Algorithmen entwickelt, die wir benötigen, um die Stammdaten, die für die Planung notwendig sind, automatisch zu erstellen. Weiterhin hat ProAlpha gute Tools, um die anderen Stammdaten zu pflegen. Das heißt, ein Schritt für die Automation muss sein, wir haben die Stammdaten im Griff und haben hierzu automatische Elemente implementiert. Die gibt es schon. Das ist ein Schritt für die Zündstufe 2. Gehen wir nun davon aus, ist alles gelaufen, dann
kommt auf einmal ein Kundenauftrag rein. Der Auftrag fließt in ProAlpha, kann irgendwoher kommen, wo auch immer, wird dann von ProAlpha als Kundendatenstamm oder als Kundenauftrag in Simple Planning übergeben. Was passiert als nächstes? Simple Planning führt nun eine Lieferterminprüfung aus, eine DDQ, eine Due Date Quotation. Wir schauen, wann kann dieser Artikel geliefert werden. In den meisten Fällen hat der Kunde einen Kundenwunschtermin und wir prüfen gegen diesen Kundenwunschtermin. Hat er keiner, dann nehmen wir den nächstmöglichen Termin, der gesetzt wurde. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir können den Kundenwunschtermin halten. Wunderbar. Dann gehen die Daten direkt zurück ins ProAlpha als Bestätigung. ProAlpha erstellt über einen Workflow eine Auftragsbestätigung und wir bekommen nachher diesen Artikel Stammdatensatz wieder zu uns rüber. Das heißt, einen Kundenauftrag mit Termin. Es kann es aber auch sein, dass es nicht reicht. Das bedeutet, wir haben zu wenig Kapazität, es gibt Fehlteile aufgrund von Lieferschwierigkeiten oder Murphy existiert. In diesem Fall gibt es einen Ausnahmemonitor, einen sogenannten Exception Monitor. Innerhalb von diesem Exception Monitor werden die Kundenaufträge, die angefragt wurden, aufgezeigt, deren Termin nicht eingehalten werden kann. In diesem Augenblick muss der Disponent tätig werden. Was tut er? Er ruft den Kunden an, er prüft Kapazität, er kann schauen, ob er Überstunden machen könnte, was auch immer, aber er muss was tun. Wenn alles erledigt ist und es ist alles klar, dann setzen wir diesen Datensatz, diesen Kundenauftrag in die Disposition um. Hierbei hat unser System Simple Planning einen eigenen Dispo-Lauf kreiert, einen eigenen MRP-Lauf, der über alle Fertigungsstufen auf einmal geht. Er berücksichtigt Rüstoptimierungen, er berücksichtigt Full-Kit, das bedeutet, gibt es Teillieferungen, sind alle Artikel vorhanden, alles ist komplett machbar. Das ist ein komplett vollautomatischer Dispositionslauf. Ein Dispo-Vorschlag geht dann wieder zurück ins ProAlpha und das ProAlpha erstellt dann über einen Workflow automatisch entweder, wenn es ein Produktionsteil ist, einen Produktionsauftrag oder wenn es ein Einkaufsteil ist, eine Bestellung. Die Teile gehen automatisch raus und der Produktionsauftrag geht wieder rüber in Simple Planning. Im Simple Planning ist nun ein Feinplanungstool enthalten, wo den kompletten Fertigungsablauf darstellt. Sie haben komplett neue Prioritäten. Der Mitarbeiter im Shopfloor hat nun einen Bildschirm, wo er ganz genau sieht, was er als nächstes zu bearbeiten hat. Das heißt, hier gibt es klare Prioritäten, kein Cherrypicking mehr und Sie können auch hier schon die komplette Rüstoptimierung mit einfließen lassen. Hierbei geht der Disponent normalerweise mit runter zu den Shopfloor-Meetings und schaut nach, prüft mit den Verantwortlichen, mit den Schichtführern, mit den Abteilungsleitern, wenn es irgendwelche Störungen gibt. In diesem Augenblick kann er genauso reagieren, denn er sieht relativ schnell über ein Frühwarnsystem, welche Aufträge sind in Gefahr und kann sofort mit dem Verantwortlichen reden, was zu tun ist, damit dieser Auftrag noch pünktlich gefertigt wird. Jetzt gehen wir davon aus, Auftrag wird fertig gemeldet, dann geht es ins ProAlpha, ProAlpha wird Lieferschein gedruckt, Teil wird versendet. Auftrag abgeschlossen. Dieser komplette Ablauf ist aus unserer Sicht voll automatisierbar. Das heißt, Sie können einen kompletten Planungsablauf von den Grunddaten über die Disposition, Lieferterminfindung bis zur Feinplanung alles vollautomatisch laufen lassen über das System. Alles mannlos. Autonomes Planen und Steuern. Alles ist komplett integriert. War es das schon? Jetzt sind wir doch schon beim autonomen Planen und Steuern. Jetzt kommt Zündstufe 3. Was bedeutet Zündstufe 3? Nehmen wir an, Sie sind ein Unternehmen, das hat nicht nur eine Produktion, sondern es hat auch mehrere Lager. Es hat vielleicht ein Hauptzentrallager und hat noch unterschiedliche sogenannte Schaltwarehäuser. Mother Warehouse als Hauptlager und Niederlassungen oder irgendwelche Zwischenlager mit sogenannten Schaltwarehäusern. Dann macht dieses System nicht nur die Produktionsoptimierung, sondern es gibt auch hier komplettes Supply Chain Management. Das heißt, wir sind in der Lage, hierbei noch die kompletten Läger mitzuplanen. Das heißt, hier ein Beispiel. Wir haben ein
Mother Warehouse und zwei Child Warehäuser. Und das Mother Warehouse ist nicht in der Lage, aufgrund von dem Bestand beide Child Warehäuser zu beliefern. Dann gibt es hier einen Algorithmus, der automatisch priorisiert, wie viel kann in Lager A und wie viel kann in Lager B. Auch das ist schon komplett abgebildet. Es gibt auch Fälle mit zwei Mother Warehäusern, die ein Child Warehouse beliefern können, mit Teillieferungen, oder auch das ist möglich mit mehreren Mother Warehäusern, viele unterschiedliche Child Warehäuser. Das Schöne, die Verteilung der einzelnen Artikel geht vollautomatisch. Das heißt, wir bekommen die Daten von den Lägern zu uns und wir füllen auch automatisch wieder auf. Auch dieser Schritt kann automatisiert werden. Zündstufe 3. War es das schon? Was kann dann noch Zündstufe 4 sein? Ganz einfach. Jetzt geht es wirklich über die komplette Supply Chain. Jetzt nehmen wir den kompletten Kunden und auch den Lieferanten mit ins Boot. Das bedeutet, wir sind in der Lage, die Kundendaten, die Bestellungen, die Lagerbestände automatisch zu überprüfen. Denn wir können im Supply Chain Management ein internes Lager von einer Niederlassung genauso betrachten wie ein Kundenlager. Das führt dazu, dass wenn ein Teil beim Kunde entnommen wird, wird innerhalb von einer Nacht alle Daten so optimiert, dass die komplette Supply Chain weiß, was sie zu produzieren haben. Hier können wir dynamisieren, hier können wir die Lager der Kunden überwachen und auch die ganzen Funktionen, die wir für unsere Lager im Hause machen, für die Lager des Kunden umsetzen. Dadurch haben Sie die Chance, Ihren Kunden VMI anzubieten, Vendor Managed Inventory. Gleichzeitig können Sie auch klare Vorgaben für Ihre Lieferanten geben. Was müssen die in welcher Sequenz produzieren, damit in Summe die Bestände in der Supply Chain so niedrig wie möglich sind. Dies hat zur Folge, als Beispiel, ein Kunde hat sein Werkzeuglager. Er entnimmt aus dem Werkzeuglager ein Werkzeug. In diesem Augenblick wird über RFID ein Impuls gegeben und bei dem Großhändler wird gesagt, ein Artikel entnommen. Er liefert automatisch diesen einen Artikel wieder an den Kunden, damit er wieder in seinem Lager alles hat, was er benötigt. Der Großhändler gibt jetzt über diesen synchronen Supply Chain Management Dispo-Lauf die Daten automatisch runter an den Hersteller. Der Hersteller gibt es runter an den Halbfabrikatshersteller und der Halbfabrikatshersteller gibt es runter an den Rohmaterialhersteller. Und dieser Prozess, diese Supply Chain, findet in einer Nacht statt. Das heißt, die sogenannte Order Lead Time, das ist die Zeit von dem Impuls, wenn ein Teil entnommen wird, bis zur Nachlieferung, wird auf einen Tag reduziert. Dadurch haben Sie die komplette Transparenz. Sie haben das komplette Controlling. Sie haben alle Reports, die Sie benötigen, um Ihre Supply Chain, die Ihrer Lieferanten und die Ihres Kunden zu managen. Dadurch können Sie den Kunden einen Mehrwert bieten. Der Kunde ist dadurch in der Lage, seine Bestände zu reduzieren. Beispiel hier, drei Kundenwarenhäuser gehen auf ihre Supply Chain Warenhäuser, die die Kunden versorgen, in ihre Produktion und runter auf den Lieferanten. Und dieser Datenabgleich geschieht in einer Nacht über unterschiedliche EDV-Plattformen. Auch das ist heute schon komplett möglich. Das ist das, was wir unter autonomen Planen Stufe 1 bis 4 verstehen. 1 ist die ganz klassische Produktionsplanung und Steuerung nach TOC. 2 heißt, wir automatisieren diesen Prozess. 3 bedeutet für uns, wir nehmen Supply Chain Management, alle Lager, die uns betreffen, noch mit und füllen die auch automatisch auf. 4, wir integrieren in diese Supply Chain den kompletten Kunden und den Lieferanten. Hier sind wir im modernen System am Markt in Richtung Supply Chain. Dort geht die Zukunft hin, die Vernetzungen über Plattformen, das wird kommen. Hier noch ein paar kleine Referenzen. Was machen wir so bei Kunden? Wenn wir Zündstufe 1 machen, geht es in der Regel so, dass die Durchlaufzeiten drastisch runtergehen. Die Liefertreue geht hoch und die Bestände gehen runter. Je nach Produktstruktur kann ich das Make-to-Stock abbilden. Das bedeutet, ich habe eine
Produktstruktur, das hauptsächlich auf Lagerartikel abzielt, dann kann ich das genauso umsetzen, wie wenn ich eine Produktstruktur habe, die 50-50 ist. Dies bedeutet, ich habe Lagerartikel, die ich ab Lager verkaufe, ich habe Halbfabrikate, die ich am Lager habe und ich kann rein Make-to-Order produzieren. Auch das ist alles über diesen Algorithmus abbildbar. Und je nachdem, wie die Kundenstruktur sind, wie viele externe und interne Arbeitsgänge ich habe, haben wir auch schon Durchlaufzeitreduzierung bis zu 70% und auch schon Bestandsreduzierung über 60%. Hängt alles ab von Ihrer Betriebsstruktur und Artikelstruktur. So, ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen Spaß gehabt bei diesem Vortrag. Wenn es Ihnen Ihr Interesse geweckt hat, was sind mögliche nächste Schritte? Als allererstes, Sie können jederzeit sich bei uns melden per E-Mail und Sie bekommen ein kostenfreies Webinar. Einfach melden unter info@alcyone-consulting.com. Dort finden regelmäßig Webinare statt, geben Sie ein Kennwort mehr Gewinn und prompt kriegen Sie eine Einladung zu den nächsten Webinaren. Bei diesen Webinaren werden wir Ihnen den genauen Ablauf darstellen, wie so ein Algorithmus funktioniert und was Sie hier genau im Detail machen können. Sind Sie schon ein bisschen weiter und sagen, Seifritz, ich weiß schon ganz grob, was wir wollen. Es hört sich wirklich sehr spannend an. Ich hätte gern mal eine kleine Analyse für unser Unternehmen. Dann brauchen wir ein bisschen mehr. Dann brauchen wir mal so eine Stunde Vorlauf, wo wir Ihre Produkte, Ihre Produktstruktur mal anschauen, Ihre Fertigungsstruktur. Und dann können wir auch so ein Webinar mal ganz speziell für Sie machen. Wir stellen Ihnen dort natürlich auch den kompletten Algorithmus vor, gehen dann aber schon ein bisschen tiefer in kleine Lösungsansätze. Dann kriegen Sie ein besseres Gefühl, was da dahinter steht. Jederzeit einfach melden, Termine nach Vereinbarung. Wenn Sie einfach auf dem Laufenden gehalten bleiben wollen zu diesem Thema, sagen, ich habe gerade noch keinen so einen Bedarf, dann können Sie sich gern bei unserem Newsletter anmelden. Dann kriegen Sie auch mein Buch TOC Light zugeschickt. Da können Sie alles das, was ich erklärt habe, nochmal nachlesen. Und dann bleiben Sie auf dem Laufenden, was geschieht bei Alcyone Neues. Dort sind auch immer wieder nette Webinare zu sehen über ganz andere Themen, über Vertriebsthemen, über Strategieentwicklungen und die neuesten Erkenntnisse zum Thema Supply Chain Management. So, ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt. Mich würde es freuen, wenn wir wieder zusammenkommen würdet. Sie können mich jederzeit anrufen. Die Telefonnummer steht da oder mir am besten ein E-Mail schreiben unter paul.seifritz@alcyone-consulting.com. Da können wir ganz unverbindlich und frei mal einen Telefontermin machen und können uns über mögliche Ausbaustufen bei Ihnen unterhalten. Zündstufe 1, 2, 3, 4. Wir sind für alles da. Es freut mich, wenn ich von Ihnen höre. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit und wünsche Ihnen viel Gesundheit und viel Erfolg im nächsten Jahr durch diese auch ein bisschen turbulenten Zeiten. Dankeschön.